stellen die erste große Hürde beim Gitarrespielen dar, da hier der Kraftaufwand wesentlich größer ist als bei dem traditionellen Akkorden, den man am Anfang lernt. Anfänger, aber auch Fortgeschrittene erleben es immer wieder, dass der Akkord schnarrt beim Anschlag. Und wir gucken uns heute an, warum das so ist und wie ihr das verbessern könnt. Zuerst einmal, wie spielt man eigentlich einen Barré-Akkord? Ein Finger wird flach auf das gesamte Griffbrett gelegt und die restlichen Finger, also Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger, können dann einen neuen Akkord bilden. Die Akkorde, die ihr hierfür beherrschen müsst, sind bloß E-Dur, E-Moll, A-Moll und A-Dur. Wenn wir den Finger nur noch eine beliebige Stelle auf dem Griffbrett legen und den dazugehörigen Akkord spielen, in dem Fall im E-Dur, können wir einfach rechnen, um wie viele Halbtöne der ganze Akkord hochgeschoben worden ist. Also wenn wir E an, hin zum F, zum Bis, zum G und zum Gis und haben dann ein Gis-Dur. Jetzt machen wir eine kleine Fehleranalyse. Und zwar, warum klingt mein Akkord nicht richtig? Hierbei gibt es drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, die Neigung. Das heißt, entweder nur die unteren oder die oberen Seiten klingen. Das liegt daran, dass der Finger nicht ganz drauf liegt, sondern meistens ein klein wenig angewinkelt ist. Da, tja, jetzt mal ganz übertrieben. Und dann habt ihr halt ein das hier, oder? Möglichkeit Nummer 2, die Brücke. Die Brücke bedeutet, dass der auflegende Finger nicht ganz gerade ist, sondern meistens einen kleinen Buckel aufweist. Das sorgt dafür, dass die tiefsten Seiten und die höchsten Seiten gut klingen, aber die Seiten in der Mitte eher weniger. Möglichkeit Nummer 3, das Durchdrücken des Fingers. Unser Finger ist natürlich von Natur aus nicht ganz gerade, sondern kann sogar einen kleinen Ticken weitergehen. Wenn man das nutzt, hat man den umgekehrten Effekt. Die höchsten und tiefsten Seiten klingen nicht wirklich, die in der Mitte relativ sauber. Hier muss man gucken, wie man den Finger legen muss, damit alle Seiten gleichmäßig klingen. Eine Erhöhung der Kraft bringt nicht wirklich viel, weil ihr werdet dadurch es schaffen, den Barré zu spielen, aber für einen entsprechend hohen Aufwand. Das heißt, wenn ihr längere Zeit spielen oder üben wollt, sind eure Finger danach so müde, dass ihr den Rest des Liedes nicht mehr durchkommt. Die beste Methode, den Kraftaufwand bei Barrés zu reduzieren, liegt darin, dass ihr mit dem Daumen auf der linken Hand einen kleinen Abstand haltet. Das sorgt dafür, dass der Zeigefinger euer Hebel ist, mit dem ihr Wirkung auf die anderen drei Finger ausübt und den mittleren Finger, in dem Fall den Zeigefinger, auch herunterdrücken könnt. Einfaches Experiment ohne Daumen, sehr schwer mit Daumen, entsprechend einfach. Der optimale Abstand für Barré-Akkorde liegt bei mir immer bei dem vorangegangenen Bundstäbchen. Übungen für Barré-Akkorde. Ihr fangt an mit einem A-Moll im fünften Bund, also ein E-Moll mit dem Zeigefinger im fünften. Hier wird der E-Moll gegriffen, wie ihr ihn kennt. Da packen wir 5 Halbtonschritte oben rauf. Und jetzt geht ihr langsam, nachdem ihr alle Seiten angeschlagen habt, einen Halbtonschritt nach unten. Da werdet ihr merken, habt ihr auch gerade hier gehört, es wird immer schwerer, je weiter man nach unten geht, da das Brechen der Saiten immer ein bisschen weiter nach hinten gerückt wird und dadurch uns einfach schwerer fällt. Achtet bei dieser Übung penibel darauf, dass jede Saite der Gitarre vollkommen schwingt und ungefähr die gleiche Lautstärke erzielt. Die andere Übung ist es, mit dem Barré einfach weiter nach oben zu rücken. Da wir hier einen geringeren Kraftaufwand haben, dafür aber immer weniger Platz. Musikalische Grüße, ich bin Nils von der Greifmusik.